Bei diesem ersten Beispiel geht es um die Sinusfunktion und man sieht hier auch zwei Sinusfunktionen. Erkenntlich daran, dass beide beim Nullpunkt beginnen. Schauen wir uns mal die Angabe an. Da steht die Funktion f, das ist diese durchgezogene hier, hat die Funktionsgleichung f von x ist gleich irgendwas mal Sinus irgendwas mal x mit den Parametern a und b. Also a und b sind irgendwelche Zahlen. Wenn diese Parameter in entsprechender Weise verändert werden, erhält man die Funktion g, also diese gestrichelte. Und jetzt gibt es hier einen Lückentext. Da steht, um den Graphen von g zu erhalten, muss der Parameter a, jetzt gehört irgendwas von diesen drei Dingen rein, und b irgendwas von diesen. Gut, schauen wir uns das mal an. A ist die Amplitude. Das ist sozusagen Lernstoff, dass man das weiß. Und wenn wir uns jetzt die durchgezogene Funktion f anschauen, und es soll aber daraus g werden, weil ich muss ja g erhalten, dann sieht man sofort, die Amplitude von g ist nur halb so groß wie von a. Ja, da ist die Amplitude 2 und bei g ist es nur die Hälfte davon. Das bedeutet, dass ich die Amplitude halbieren muss. Also, es muss a halbiert werden. Und jetzt kommt das nächste. Der Parameter b ist die Frequenz. Die Frequenz bestimmt, wie oft eine Kurve von 0 bis 2 Pi schwingt. Und jetzt schaue ich mal wieder an. Die Kurve f schwingt einmal. Und jetzt soll ich daraus die Kurve g machen. Die Kurve g schwingt im selben Zeitraum. Einmal, zweimal. Also schwingt g doppelt so oft wie f. Deswegen muss ich den Parameter b verdoppeln. Also, der richtige Satz lautet, um den Graphen von g zu erhalten, muss a halbiert werden und b verdoppelt werden.